Heidi Ho, Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Video meines Let's Plays von Final Fantasy 7. Und in unserem letzten Part haben wir zum Großteil trainiert. Während ich nicht gefilmt habe, auf jeden Fall. Da habe ich über eine Stunde trainiert, habe ich aber in meinem letzten Video schon gesagt. Und dann haben wir noch die Pagode in Angriff genommen, die in Wutai war. Und dabei konnte nur Yuffie kämpfen. Darum habe ich Yuffie jetzt auch noch ein bisschen trainieren müssen. Um dass sie die Pagode auch wirklich schafft auf Anhieb. Wir haben sie zum Glück geschafft, aber war ein etwas schwierigeres Unterfangen, sage ich mal, weil der allerletzte Endgegner in der Pagode, der war nicht ganz einfach. Der hat sich ständig immer geheilt und das hat mich wahnsinnig angekotzt, weil der, nachdem wir einen Schlag ausgeführt haben, er sich immer geheilt hat. Aber wir haben ihn zum Glück dann besiegen können, weil wir ja einiges an Materials ausgerüstet hatten, die für Yuffie von Vorteil waren und gegen die unser Kontrahent überhaupt nichts ausrichten konnte. Und jetzt müssen wir zum Tempel des alten Volkes, aber da kommen wir ohne weiteres gar nicht rein, weil wir einen Schlüsselständer dafür benötigen, um dass wir überhaupt in den Tempel reingehen können, denn sonst stehen wir vor verschlossenen Toren. Und jetzt muss ich in erster Linie zurück ins Dorf Gongaga, um herauszufinden, wo sich der Schlüsselstein befindet, denn den Schlüsselstein bekommt man nicht ohne weiteres. Ich weiß zwar schon, wo er sich befindet, aber ich möchte es ja für die Anfänger dieses Spieles genauer erklären, wo wir jetzt als nächstes hin müssen, um einen weiteren Hinweis zu erfahren oder zu bekommen, wo sich der Schlüsselstein befindet, den wir benötigen, um in den Tempel hineingehen zu können. Und dafür muss ich jetzt ins Dorf Gongaga zurück und das machen wir jetzt auch. Ist zwar wieder ein bisschen ein Fußmarsch, bis ich da zurückkomme und ich habe jetzt Cid als Kämpfer dabei, nicht mehr Yuffie. Yuffie hat ihren Soll vorerst mal erfüllt und Cid muss jetzt ein bisschen zulegen, weil der noch überhaupt keine neue Limit-Attacke hat. Vincent hat noch keine neue Limit-Attacke erlernt und Kate Sith auch nicht, aber alles zu seiner Zeit. Irgendwann am Schluss des Spiels haben sowieso alle meine Kämpfer alle Limit-Attacken, aber jetzt vorerst mal noch nicht. Und natürlich kommt mal wieder ein Kampf. Wie soll's anders sein? Und auch noch ein Hinterhalt, na super toll, wie soll's anders sein? Na aber gut, Aeris schützt ihn. Aua. Ach, Sitz schützt du aber unseren Cloud nicht? Was bist denn du für eine? Aua. Ja gut, Sitz hat ja Fernangriff, ausgerüstet, drum sind seine Lanzangriffe so stark. Ja, Sitz ist eigentlich auch ein guter Kämpfer, finde ich. Er ist eigentlich auch richtig gut. Ja, und in Geld schwimme ich jetzt dann, so ziemlich. Über 120.000 Gil, was ich jetzt habe. Bin ich überhaupt noch richtig? Warum kann ich denn nicht? Nee, es funktioniert nicht. Okay, aber jetzt. Ja, ich wollte hier drauf. Auf die Hängebrücke. Wir nähern uns unserem Boot. In Anführungszeichen Boot, ja. Unser Notboot. So, ey, Cloud, du sollst treffen und nicht daneben zielen, du Depp. Gut, dann macht's halt Aeris. Und tschüss. So, ein Gegner noch. Ja, ich bin gespannt, ob ich überhaupt bei Aeris alle Limit-Attacken lernen kann. Denn das werde ich jetzt auch sagen, Leute, sie wird nicht bis zum Schluss in unserem Team bleiben, aber... Also bis das Spiel zu Ende ist. Sondern sie wird schon früher nicht mehr in unserem Team vorhanden sein. Und warum das so ist, das werde ich jetzt nicht verraten. Das werdet ihr dann ziemlich bald erfahren. So, jetzt muss ich aber die Karte aufrufen. Jetzt lass mal gucken. So kann man es auch machen, okay. Nein. Ah, ich muss hier zurück. Die Karte möchte ich jetzt aber ganz gerne wieder klein haben, jawohl. Ich muss hier...
Warum geht es nicht? Nee, da komme ich nicht durch. Ich komme da nicht durch. Na, so ein Schabernack-Kack. Ach, so kann ich drehen. Also doch so. Aber hier kann ich, glaube ich, durch. Hier geht's, ja. Bin ich jetzt richtig? Ja. Dann, da wollte ich ja eigentlich hin. Ins Dorf Gongaga zurück. Da wollte ich ja eigentlich hin. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir. Ich muss jetzt zum Waffenhändler vom Dorf Gongaga. Natürlich. Ein Monster wieder. Oh, die Monster kenne ich noch nicht. Diese Monster kenne ich noch nicht. Hey, warum kann ich nicht klauen? Ich habe die Klauensubstanzen. Ich war das bitter. Boah, ist das bitter. Jetzt habe ich die Klauensubstanzen nicht ausgerüstet gehabt, ich Depp. Das ist jetzt echt bitter. Oh Mann, ist das unnötig. Ha, die Klauensubstanz, die habe ich vergessen, Cloud auszurüsten. Ernsthaft, habe ich die wirklich vergessen? Aber das glaube ich jetzt aber nicht. Doch, ich habe sie vergessen. Gut, dann Ifrit weg. Und Raub her. Bitte. Danke. Gut, dann gibt es ja halt auch noch ein Monster zu beklauen. Aber zuerst mal zum Waffenhändler, der ist ja hier. Und von dem erfahren wir jetzt was. Möchtest du was? Eine Geschichte hören? Nein? Hä? Hä? Oder sagt der was? Lass hören. Nee. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Hä? Es stand doch genau dran, dass in Gongaga... Jetzt warte mal, ich schau nochmal. Sich östlich von Gongaga befindet. Dann wird es wahrscheinlich das hier sein. Geschichte hören. Oh, ist das dein fucking Ernst jetzt? Nee. Sagen alles gleich. Ja, bin ich jetzt bescheuert oder... Oder doof oder keine Ahnung. Schauen wir mal hier. Nee. Das darf jetzt nicht wahr sein. Mal nochmal hier hingehen. Sagst du nochmal was oder nicht mehr? Nee. Ja gut, dann halt nicht. Ich dachte, die sagten irgendwas. Ja gut, dann gehe ich halt wieder. Ganz einfach. Ey, was soll denn der Bullshit? Ich habe mich jetzt extra danach orientiert, was in meinem schlauen Büchlein stand. Aber okay, dann halt nicht. Oh, jetzt ist der Cloud auch noch gefangen, super. Du doofes Mantisviech. Ja, jetzt warte ich halt, bis Cloud wieder angreifen kann. Das Item will ich nämlich schon klauen. Also, er hat was. Was hast du? Lass sehen. Spinnweben. Ist mit Sicherheit nichts Gutes. Könnte ich mir vorstellen. Ja gut, Leute, dann sage ich es jetzt einfach so. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück nach Gold Saucer. Um dort den Schlüsselstein zu bekommen. Weil der Schlüsselstein in Dios Besitz ist, also der Inhaber des Gold Saucer hat den Schlüsselstein. Und den möchte ich gerne wieder bekommen.
den Schlüsselstein, weil wir den ja brauchen. Aber sowas Unnötiges, warum? Was hat denn der für ein Bullshit geschrieben? Waffenhändler östlich von Gongaga. Ja, ich war in Gongaga Village östlich davon und... Ja, super toll. Oder... Na, jetzt warte mal. Östlich von Gongaga, das ist aber nicht der da, oder? Jetzt warte mal. Ich gehe mal noch dahin. Vielleicht habe ich das einfach bloß wieder falsch aufgefasst. Oh, schon wieder neue Monster. Die habe ich auch noch nicht beklaut. Megaschlag. Ja, aber nach dem Megaschlag sah das nicht aus. Also waren da doch noch ein paar neue Monster, die ich noch nicht beklaut habe. Na gut. So, dann klau mal schön. Nichts zu stehlen, okay? Und tschüss. Und tschüss, jawohl. Sehr gut. So. Dann ist es der Waffenhändler östlich von Gongaga. Ja, das muss fast der da sein. Gut, schauen wir da hin. Ah, da ist er. Hallöchen auch. Oho, ein Kunde. Du hast dir einen abgelegenen Ort ausgesucht. Falls du den Schlüsselstein suchst, kommst du zu spät. Den habe ich nicht. Schlüsselstein? Was? Du bist nicht deswegen hier? Der Schlüsselstein ist der Schlüssel zum Tor irgendeines alten Tempels. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gehört, es sei der Tempel des alten Volkes. Der Tempel des alten Volkes. Hahaha. Nimm's nicht so ernst, es ist nur eine Legende. Aber hier gibt's doch, glaub ich, auch noch irgendwas, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Hat der was zu verkaufen? Hast du was zu verkaufen? Lass uns von was anderem sprechen. Die Waffen, die du hier siehst, habe ich alles selbst gemacht, aber in letzter Zeit bekomme ich keine Werkstoffe mehr. Wo ist dieser Schlüsselstein? Ich habe ihn schon verkauft. Ehrlich gesagt wollte ich ihn nicht verkaufen. Aber irgendwie konnte ich diesem Typen nicht... konnte ich zu diesem Typen nicht Nein sagen. An wen hast du ihn verkauft? An den Manager von Gold Source, ich glaube, sein Name war Dio. Er sagte, er wolle ihn in seinem Museum ausstellen und dann nahm er ihn mit. Okay. Ja gut, dann war es der Waffenhändler, also nicht in Dings selber, dann... Sorry, dann hat er sich da nicht verschrieben. Östlich von Gongaga, ich hätte gemeint, es wäre in Gongaga Village selber gewesen, aber... Anscheinend nicht. Und war es das Haus östlich von Gongaga, ja. Aber gut, dann weiß ich das jetzt auch. Dann gehen wir jetzt zurück zum Gold Saucer. Bevor ich da ohne Probleme jetzt hinkomme. So. Wir bewegen uns? Das ist schlecht. Hey Junge, wir können jetzt auf keinen Fall rüberkommen. Ja, ist klar, weil es Treibsand ist. Du Schlauberger. Ja, jetzt muss ich hier wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen kämpfen, ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Aber okay, es sind bloß diese blöden fliegenden Drachen, die jetzt eh bockisch schwach sind. Aua. Und tschüss. Ja, und schon wieder eine Viertelstunde verplempert. Nur deswegen, um euch zu zeigen, wie wir da hinkommen, dass... wir einen weiteren Tipp erhalten, wo sich der Schlüsselstein befindet. Klar, ich hätte es zuallererst zum Tempel des alten Volkes gehen können, um dort nur festzustellen, dass wir da nicht reinkommen. Aber ich habe mir gedacht, den Weg spare ich mir. Das wäre eigentlich komplett schwachsinnig und hohl gewesen, wenn ich das wirklich gemacht hätte. Und du blöder Harlekin, das ist nicht der... Okay, das ist jetzt Peak ein, das geht. Das ist nicht so stark. Autsch. Und tschüss, du doofer Harleking. Tschüss. Oh ja, an diese Folge kann ich mich auch noch erinnern, als ich aus Versehen einen von diesen Harlekings geheilt habe. Beziehungsweise wiederbelebt habe. Das war ja vielleicht ein Schwachsinn. Was? Das war wohl gerade ein Bug gerade. Ich wollte gerade sagen, warum man ändert die Musik nicht, wenn ich jetzt schon...
hier in Nordkorea bin, aber okay. Ja gut, dann gehen wir zurück zum Gold Source. Jetzt kann ich mir wenigstens die Dauerkarte endlich kaufen für 30.000. Das ist schon mal gut, dass ich das machen kann. Jetzt weiß ich, habe ich jetzt gerade von den Faden verloren, was ich gerade erzählt habe. Was habe ich denn gerade erzählt? Ah ja, nur mit diesem Schlüsselstein, aber okay. Jetzt weiß ich ja, dass ich... Nee, stimmt, nee, das war nicht wegen dem Schlüsselstein. Das war wegen dem Kampf mit dem Harlequin, dass ich den ja aus dem wiederbelebt habe und dass er dann so voll verkrüppelt dann so drankang ist und sich nicht mehr bewegt, aber trotzdem angreifen konnte. Das war richtig hohl eigentlich. So. Ich möchte die Dauerkarte. Wenn ihr ein Goldticket besitzt, könnt ihr im Park ein- und ausgehen, wie ihr wollt. Verliert sie also nicht. Hier ist im Goldsaucer wird anstelle von Gil mit GP bezahlt, das wissen wir ja schon. Das brauche ich jetzt nicht lesen. Also los. So, dann gehen wir jetzt mal zu Dio. Zum Battle Square. Denn da ist ja unser Dio. Unser treuer Held. So. Wir müssen hier hin. Dios Showroom. Und da ist dieser Schlüsselstein nämlich. Das ist der Schlüsselstein. Hallihallo. Hab dich lange nicht gesehen, junger Mann. Hm? Der gefällt dir, was? Kannst du mir den ausleihen? Hahaha, tut mir leid, aber der wird nicht verliehen. Aber weil du in der Vergangenheit so gut zu mir warst, kann ich ihn dir unter einer Bedingung geben. Und unter welcher? Unterhalt mich. Was soll ich denn tun? Oh, Junge. Das ist doch gar nicht so schwierig. Das hier ist die Kampfarena. Zeig mir, was du kannst. Nur du allein, junger Mann. Ich erwarte einen guten Kampf. Okay. Jetzt müssen wir Dio beweisen, dass wir kämpfen können. Na, dann machen wir das. Oh je. Und tschüss. Toll. Ich mache weiter. Ah, genau. Und bei der Kampfarena ist jetzt so. Nach jedem gewonnenen Kampf muss ich eine Tombola drehen. Und je nachdem, wo es anhaltet, bekomme ich zusätzliche Handicaps und die Kämpfe werden alle schwieriger. Es gibt insgesamt 8 Kämpfe, die man bestreiten muss. Und bei jedem gewonnenen Kampf, wie ich bereits sagte, kommt eine weitere Tombola und erschwert mir den Sieg für den bevorstehenden Kampf, wenn ich mich nicht so blöd anstelle. Ich möchte MP. Okay, die Hälfte der MPs ist voll okay, das ist nicht so schlimm. Das geht. Also, greifen wir an. Und es ist ja so, dass wir bei jedem gewonnenen Kampf GP verdienen, also nicht GP, oder heißt die da GP? Auf jeden Fall können wir da Punkte verdienen. Und wenn ich dementsprechend viele Punkte ergattert habe, können wir auch unterschiedliche Items kaufen am Schalter. Und da können wir auch die letzte Limit-Attacke von Cloud bekommen, den Omnischlag. Ich weiß ja nicht, ob der hier Omnischlag heißt, aber ich denke, der heißt hier anders. Na, Gott sei Dank, endlich trifft Cloud mal. Mann. Ganz schön schwere Geburt, bis du mal triffst. Ach, Cloud, ernsthaft. Du Kackbratze. Du sollst treffen. Ja, das liegt an dieser blöden Hyper. Das habe ich jetzt nämlich auch gelesen, dass Hyper zwar die Limitleiste schnell erfüllt und dass... Ja, und dass wir schneller einsetzen können, aber dafür sinkt unsere Treffergenauigkeit ein bisschen und wir sind ein bisschen anfälliger für Angriffe. Bei Beruhigungsmittel ist genau umgekehrt rum, das sind, also da steigt unsere Limitleiste nicht so stark an, oder eher gesagt relativ schlecht an, und dafür ist aber unsere Treffergenauigkeit ziemlich hoch und wir halten dafür mehr aus. Schlachtpunkte heißt hier SP. Okay, Zubehör kaputt. Oh nein, so ein doofer Frosch. Leck mich, Frosch.
Bitte setz dir jetzt keinen Dings mehr ein. Gott sei Dank. Oh, der doofe Frosch. So, wir machen weiter. Nein, nicht klein. Kann ich mich da wieder groß machen? Lass mal gucken. Das war jetzt blöd. Das war jetzt richtig. Ich setz mal Schrumpf vorne ein. Vielleicht bringt es was. Jawohl, gut. Jetzt bin ich wieder groß. Zum Glück. Ach, das dumme Sandgewehr. Toll. Egal. Wir müssen ihn nur irgendwann mal treffen. Irgendwann mal. Doofes Sandgewehr. Ja. Oh, jetzt. Mann, ihr verdammten Kackviecher. Die mit ihrer Drecksschale. Wird ein Blitzzeug ist daneben? Ja, zum Glück nicht. Wir setzen Feindestechnik, Matra-Zauber. Obwohl, nee, ich setze Aquallung ein. Dann sind sie wenigstens weg, hoffe ich doch. Ernsthaft, ich habe sie gerade geheilt. Gut, dann halt Trine. Mal schauen, ob die Schaden verursacht. Ja, Gott sei Dank. Gut. Ah, blöde Viecher. Okay. Halb MP ist voll okay. Ist nicht so wild. So, ich werde mich erstmal versuchen zu heilen. Augentropfen, ja. Bitte, denn ich will wieder was sehen. Gut. Oh nein, Todesurteil. Du Arsch. Wie gesagt, ich bekomme da dann was Besseres. Also, ein besseres Item. Wenn ich alle Kämpfe gewinne. Aber jetzt mit Todesurteil wird es eher schlecht werden. Gehst du auch mal drauf. Danke. Support-Substanz. Okay, das habe ich eh keine. Oder eine vielleicht. Jetzt werde ich erstmal Regeneration einsetzen. Sonst bin ich gleich weg. Na Gott sei Dank, das Todesurteil ist zum Glück weg. Das ist schon mal gut. Dann werden wir einen von diesen blöden Drachen mal versuchen zu besiegen. Und ganz schön zäh, die Brocken, um ehrlich zu sein. Gut, einer ist schon mal weg. Dann werde ich jetzt, habe ich sowas wie Antidot? Lass mal gucken. Giftmüll, Echobombe, Geisterhand, Granate, ich hätte Gegenmittel. Aber sonst habe ich, glaube ich, nichts dergleichen. Nee, sieht nicht so aus. Kacke, ja, dann muss ich so weiterkämpfen. Was, ich habe kein Antidot. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Gut, dann muss ich halt weiterkämpfen, solange ich vergiftet bin. Hilft nichts. Dann hilft's alles nichts. Okay, gut. Ah, Waffe kaputt, shit. Nicht gut. Wieso ist die Waffe kaputt? Wie viel zieht sie jetzt ab? Wahrscheinlich bloß die Hälfte, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich. Denke ich jetzt mal. Du Drecksack sollst halt mal treffen. Oh, wie ich das verabscheue, dieses blöde Verfehlen. Gerade in so einer Situation gerade. Aber egal, ich darf mich jetzt nicht aufregen. Ich muss versuchen, einfach durchzuhalten. Um mein Leben aufrechtzuerhalten, denn ich habe keinen Bock drauf zu gehen. Dann setzen wir Blitz 2 ein. Ah, jetzt kann ich bloß auf einen Gegner einsetzen. Shit. Okay. Oh, die halten viel aus. Die doofen Fledermäuse. Egal, einfach versuchen durchzuhalten. Cloud, du Vollhonk. Treffen ist nicht deine Stärke, war es nie. Ja, die ist kaputt, okay. Feindestechnik, das können wir da einsetzen. Ich setze mal Trine ein.
Vielleicht verursacht die ein bisschen mehr Schaden als wie Blitz 2. Jawohl, warum eigentlich nicht gleich so? Ich Depp. Alle Substanzen kaputt. Oh nee. Aber okay. Jetzt muss ich halt den Meteorregen einsetzen. Wird zwar nicht viel Schaden verursachen, könnte ich mir vorstellen, aber schauen wir mal. Okay, doch. Und wir haben es geschafft. Geil. Oh, Gott sei Dank, wir haben alle Kämpfe gewonnen. Sehr gut. Ha, ha, ha. Gut gemacht, junger Mann. Ich hab's dir versprochen. Du darfst ihn mitnehmen. Und das hier gebe ich dir auch. Schlüsselstein erhalten. Schutzweste. Schokobofeder. Nice. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Ha, ha, ha. Ja, Gott sei Dank. Vielen Dank, Dio. Sehr gut, wir haben den Schlüsselstein erhalten. So, und hier wäre nämlich der Verkaufsschalter. So, ne, warte mal, wo war der? Hier, oder? Nein, ich möchte mich nicht anmelden. Wo war jetzt der Schalter? Auch zwei Leute vom Personal und ein paar Schienersoldaten ist geschossen worden. Die Soldaten sind sofort umgekommen, aber die Leute vom Personal leben. Okay. Ah, oder war er? Wo ist denn der Schalter, das ich anschauen kann? Ah, also wahrscheinlich sind es die zwei Schalter, ja, aber die kann ich jetzt momentan nicht benutzen, weil ich null Kampfpunkte besitze. Okay, dann funktioniert das nur, wenn ich Kampfpunkte habe. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Stadion. So. Dann geh mir zurück. Verzeihung, mein Herr. Was ist los? Es tut mir leid. Die Bahn ist zurzeit außer Betrieb. Und? Es tut mir wirklich leid. Sie werden uns erst verlassen, wenn sie wieder repariert ist. Was ist los? Oh je. Aber sowas passiert schon mal. Stimmt, wir übernachten im Hotel. Da kennt man mich. Ich gehe und spreche mit ihnen. Okay. Sehr zuvorkommend. Ich sag Bescheid, sobald die Reparaturen beendet sind. Na gut, dann auf zum Hotel. Das ist jetzt überflüssig. Sonst haben wir keine Chance, so zusammen zu sein, was? Cloud, was ist damit? Kannst du mir erzählen, was geschehen ist? Ich weiß nicht, was los ist, denn ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ja, ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin von Anfang an dabei und ich weiß noch immer nicht, was hier so abgeht. Cloud, was zum Geier geht hier ab? Komm, erzähl schon. Gut, ich versuch's. Puh. Wir folgen Sephiroth. Sephiroth sucht wohl das verheißene Land. Das verheißene Land? Ein Land voller Makroenergie. Das glaubt zumindest Shinra. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich existiert. Die Setras kehren ins verheißene Land zurück. Ein Land, das grenzenloses Glück verspricht. Setra? Ist das eine Krankheit? Boah, hast du eigentlich nicht zugehört? Setras sind die vom alten Volk, so nennt man die vom alten Volk, du Schlauberger. So nennt sich das alte Volk. Was habe ich gesagt? Hey, hast du den Alten am Cosmo Canyon nicht zugehört? Ja, wahrscheinlich nicht, Barrett. Du weißt nicht, wo das verheißene Land des alten Volkes ist. Du suchst und reist und bis du es fühlst. Sorry, bis du es fühlst. Du weißt es einfach. Das ist das verheißene Land. Aeris, fühlst du es auch? Ich denke schon. Sephiroth reist also in der ganzen Welt herum, weil er das verheißene Land sucht. Stimmt das? Ja, und er sucht noch was anderes. Die schwarze Materia. Das Wort höre ich jetzt auch schon zum zweiten Mal in dem Spiel.
Ich habe von dir gehört, dass ein Mann mit einem schwarzen Umhang die schwarze Materia sucht. Ich weiß nicht mal, was der schwarze Umhang... Hä? Was der schwarze Umhang ist? Hä? Du weißt wohl, was die schwarze Materia ist? Oh, der schwarze Umhang. Der schwarze Umhang gehört Sephiroth. Ja, so ein Zufall. Und du weißt nicht, was der schwarze Umhang ist, Tifa. Schäm dich. Der schwarze Umhang ist ein Stoff. Ein Stoff, der Sephiroth trägt. Das ist der schwarze Umhang, Tifa. Und ich denke, sie wollte mit Sicherheit fragen, was die schwarze Materia ist, aber okay. Wie viele Männer im schwarzen, mit schwarzem Umhang und Zahlentätowierungen gibt es? Natürlich weißt du's. Meine Tätowierung ist die Nummer 13. Wie hast du die Tätowierung bekommen? Hojo hat sie gemacht. Alles andere sind nur Kriegswunden. Aber die Zahl hat Hojo gemacht. Es gibt also mindestens 13? Weißt du... Ich glaube, Hojo hat den Männern mit den schwarzen Umhängen etwas angetan. Aber ich weiß nicht was. Es hat aber mit Sephiroth zu tun. Deshalb denke ich, wir sollten nur Sephiroth selbst folgen. Ja, ich auch. Das ist alles verdammt kompliziert. Und... Tut mir leid, vergiss es. Ich glaube, ich bin müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Was war das so plötzlich? Was? Das war's? Ich gehe ins Bett. Ja. Du solltest dich erstmal nochmal in Grund und Boden schämen, Yuffie, was du uns angetan hast. Du hast uns unsere Materie geklaut. Und das Schlaf genau das Richtige, um über deine Schandtaten nachzudenken. Ist das alles? Wie wär's mit der schwarzen Materia? Du würdest es nicht verstehen, selbst wenn ich es dir erzähle. Jetzt müssen wir uns nur noch an die Arbeit machen. Morgen fangen wir an. Cloud. Ich bin Nummer 13. Ob ich auch wahnsinnig werde? Ich weiß nicht, was Hojo getan hat, aber bis jetzt bist du noch okay, oder? Aber... Sei stark! Aber ich... Hör auf, Red 13! Sei stark! Tifa? Du bist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir sind in einer schlimmen Lage. Hey, Sid. Lass uns in unsere Zimmer zurückgehen. Der ist schon eingeschlafen, der Sid, okay? Der ist schon weggeschnarcht. Okay! Nanu, wer klopft da so frohlockend an der Tür? Hehe! Was ist los? Willst du ausgehen? Wie bitte? Ein Rendezvous! Oder bist du etwa noch nie mit jemandem ausgegangen? Ich bin doch kein Idiot. Hey, du bist etwas empfindlich, wie? Naja. Komm, lass uns gehen. Hey! Ach, das ist jetzt das versprochene Rendezvous. Heute Abend ist Zaubernacht. Alle Attraktionen sind kostenlos. Wie wär's, ihr zwei? Es gibt eine Unterhaltungsshow im Event Square. Komm, gehen wir! Okay. Glückwunsch! Ihr seid heute unser 100. Paar. Ich wollte gerade sagen, unser 100. Gast, aber okay. Ihr beiden seid die Hauptdarsteller in unserer heutigen Show. Hä? Oh nein, es ist gar nicht schwer. Spielt einfach, was ihr wollt. Den Rest erledigt dann das Ensemble. Okay. Hier geht's lang. Hey! Klingt witzig. Komm schon, Cloud, wir machen mit. Na, wenn du unbedingt meinst, dann machen wir eben bei diesem verrückten Stück mit. In grauen Urzeiten erschien ein böser Schatten über dem Königreich Galdia. Prinzessin Rosa wurde vom bösen Drachenkönig Valvados entführt. Was wird mit ihr geschehen? In diesem Augenblick tritt der sagenumwobene Held Alfred herbei. Alfred.
Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held, Alfred. Cloud steht da wie so ein Idiot. Hey, du bist dran. Ja, du. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held, Alfred. Ich flehe dich an, bitte, rette Prinzessin Rosa. Bitte, sprich jetzt mit dem König. Oh, sagenumwobener Held Alfred, du bist gekommen, meine geliebte Rosa zu retten. Um dem Gipfel eines gefährlichen Berges haust der böse Drachenkönig Valvados, der Prinzessin Rosa entführt hat. Aber du kannst den bösen Drachenkönig jetzt nicht besiegen, wende dich an einen, der dir helfen kann. An einen Zauberer? Wen fragst du? Den Zauberer, natürlich. Ich bin der große Zauberer Vormann. Was möchtest du wissen? Die Schwäche des Drachenkönigs oder die Maß der Prinzessin? Ne, die Schwäche des Drachenkönigs, komm. Wir sind schon ein bisschen, wie sagt man? Also nicht niveaulos, wir haben ein bisschen Stil. Ah, die Schwäche des bösen Drachenkönigs. Was war das nochmal? Ja, ich hab's. Die wahre Liebe. Die Macht der Liebe ist die einzige Waffe, die den Fängen des bösen Drachenkönigs trotzen kann. Was wird als nächstes geschehen? Oh, sagenumwobener Held, sieh nur! Oh, da kommt der Drache mit der Prinzessin. Grrrr! Ich bin der böse Drachenkönig Valvados. Ich habe der Prinzessin kein Leid zugefügt. Ich habe auf dich gewartet. Bitte hilf mir, sagenumwobener Held. Gut so? Grrrr! Hier komme ich, sagenumwobener Held, Alfred. Wie kann man einen Held bitte Alfred nennen? Ich kenne deinen Namen. Und nun, sagenumwobener Held, das Schicksal deiner Geliebten. Ein Kuss, die Macht der wahren Liebe. Die Prinzessin küssen? Oder sollen wir den König küssen? Oder den bösen Drachenkönig küssen? Nein, wir küssen die Prinzessin. Cloud, ich meine Alfred. Oh, der Fluch, die Macht der Liebe. Schau nur, die Macht der Liebe hat gesiegt. Wir wollen zurückkehren und feiern. Ja, wir werden ein Fest feiern. Oh, wie ist die Macht der Liebe unergründlich. Und wenn unser sagenumwobener Held Alfred nicht gestorben ist, lebt er mitsamt unserer Geschichte noch heute. Alfred, dieser Name für einen Held, ist eine Schande. Alfred. Oh, das war gut. Lasst uns zur Gondel gehen. Okay, dann gehen wir zur Gondel. Okay, der Part geht jetzt leider doch wieder ein bisschen länger als erwartet, aber okay, ist halt so. Zweimal bitte. Bitteschön, zwei Freikarten. Zwei Fahrkarten, sorry. Entspannt euch und genießt die Sehenswürdigkeiten des Goldsaucer. Dankeschön. Das werden wir natürlich machen. Wo schauen wir hin? Ui, wie hübsch. Wer ist denn? Ach, die Achterbahn. Das sieht schon cool aus. Ah, und das war die Gondel. Ja, schön. Wir schauen mal nach oben. Nee, komm, ich schau schon raus. Oh, Senior Cloud! Ah, das Chocobo-Rennen. Cool. Ja, hat schon was. Ist das hübsch? Ja, ein perfektes Rendezvous, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, weil es da keine Emotionen zeigt und auch keine Gesichtsausdrücke zeigt, weiß natürlich nicht, ob Cloud was für Aerith findet. Das weiß ich natürlich nicht. Herrlich, nicht wahr? Zuerst hat es mich irritiert, dass ihr euch so ähnelt. Seid ihr toll verschiedene Menschen, die genau gleich aussehen. Die Art, wie ihr sprecht, die Gesten.
Ich glaubte, ihn wieder vor mir zu sehen. In dir, redet die von Zack. Aber du bist anders. Die Umstände sind anders. Sie redet von Zack. Cloud, ich bin auf der Suche nach dir. Hä? Ich möchte dich finden. Aber ich bin doch hier. Ich weiß, worauf ich hinaus will ist, ich will dich finden. Sie will mich finden? Was hat das zu bedeuten? Dass sie mich finden will. Das war ein schöner Abend. Wir sollten mal wieder zusammen ausgehen. Bist du nicht gerne mit mir zusammen? Das ist es nicht. Da bin ich froh. Nächstes Mal nehmen wir uns richtig Zeit und fahren noch viel öfter. Oh, es ist schon spät. Wir sollten losgehen. Das klingt gut. Ja, die zwei, die würden schon gut zusammenpassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aeris und Cloud, die würden schon gut zusammenpassen. Hey, was macht Kate Sith da? Hat er den Schlüsselstein? Ist das der Schlüsselstein? Hey, Kate Sith! Was, der flieht? Was hat er mit dem Schlüsselstein vor, der Sack? Bleib stehen, du Sackratte! Was hat der vor mit dem Schlüsselstein? Das ist jetzt nicht sein Ernst. Lasst uns im Wonder Square GP holen, ja? Du mich auch. Der geht ins Chocobo Racing, hä? Warum rennt der von uns weg? Was hat er mit dem Schlüsselstein vor? Warum rennt der von uns weg? Bleib stehen! Soll stehen bleiben. Nein. Hierher, hier ist er, der Schlüsselstein. Gut gemacht. Oh nein, der gehört... Nein, der gehört zu Shinra. Hey! Warte doch mal. Ich laufe nicht weg und ich verstecke mich auch nicht. Ja, ich bin ein Spion. Shinra hat mich angeheuert, also ist er der Spion gewesen, den Shinra die ganze Zeit informiert hat, wo wir sind. Ich habe dir vertraut. Nichts glaube ich dir. Ich konnte nicht anders. Warum machen wir nicht einfach weiter, als wäre nichts geschehen? Ja, genau, so siehst du aus. Auf keinen Fall, Freundchen. Ganz schön dreist von dir, dich wie ein Freund zu benehmen, obwohl du ein Spion bist. Also was dann? Willst du mich in Stücke hauen oder sowas? Das wird überhaupt nichts bringen. Mein Körper ist nur ein Spielzeug. Mein wirklicher Körper befindet sich in der Shinra-Zentrale. Von dort aus bediene ich den, der gerade vor dir steht. Du bist also von Shinra? Wer bist du? Sag schon! Ich kann dir meinen Namen nicht sagen. Das führt doch zu nichts. Siehst du? Ich hab's dir gesagt. Also, Schluss mit dem Gerede. Warum gehen wir nicht einfach weiter? Denkst du, ich mach Witze? Schon gut, ja, ich arbeite für Shinra. Aber ich bin deswegen noch lange nicht dein Feind. Da ist noch was, das mir zu schaffen macht. Ich glaube, es ist die Art, wie ihr alle lebt. Ihr werdet nicht bezahlt und kriegt keine Anerkennung für das, was ihr tut. Aber trotzdem setzt ihr bei dieser Reise euer Leben aufs Spiel. Wenn ich mir das so ansehe, dann muss ich über mein eigenes Leben nachdenken und dann denke ich mir, dass ich nicht wie bisher weiterleben kann. Bla bla bla. Er wird nie die Wahrheit sagen. Einmal Spion, immer Spion. Mit so jemandem können wir nichts anfangen. Anfangen. Los, wach endlich auf! Wie ich es mir gedacht habe, reden macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe mich auf so etwas vorbereitet. Hört ihr das doch mal an. Fati? Tifa? Hey, Marlene! Hey, das ist Aeris! Aeris! Ihr müsst also tun, was ich sage. Boah, ist das eine hinterfotzige
Mist, Masti. So ein Hinterfotziger. Boah. Du bist sowas von niederträchtig. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Schmutzige Tricks anwenden, um Geiseln nehmen. Aber so ist das nun mal. Keine Kompromisse. Warum machen wir eigentlich nicht weiter wie vorher? Toll, und jetzt kommen wir nicht mehr in den Tempel des alten Volkes, oder wie? Morgen ist der Tempel des alten Volkes dran, oder? Ich weiß, wo er ist. Ich zeig's dir. Schindler-Leute werden schon dort sein, aber damit müssen wir auskommen. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir tun, was er sagt. Ich würde gern wissen, ob mit Marlene alles in Ordnung ist. Ich würde gern wissen, was mit Mama passiert ist. Ja, ich denke, das wüssten wir alle gerne. Ja, Leute. Und hier werde ich jetzt einen Cut machen. Das ist jetzt das perfekte Ende. Auch wenn ich jetzt sagen muss, dass der Teil wieder extrem lange gegangen ist. Ungewollt. Sorry for that. Aber ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Also hat sich Kate Sith die ganze Zeit als Spion getarnt und wir haben nichts davon gemerkt. Rein gar nicht. Oh mein Gott. Und jetzt hat er auch noch schmutzige Tricks angewendet, um dass wir das tun, was er sagt. Dass er uns nicht an Shinra verpfeift. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, dass Kate Sith irgendwann noch zur Besinnung kommt und sich von Shinra trennen kann. Dass er nicht mehr für Shinra arbeitet. Geschweige denn die Person, die Kate Sith steuert. Dass die sich irgendwann von Shinra trennt. Und das hoffe ich wirklich inständig. Denn Shinra ist einfach scheiße und wird auch immer scheiße sein. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und gebt mir bitte dafür einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und in unserem nächsten Part machen wir genau hier an dieser Stelle weiter. Und jetzt verabschiede ich mich auch schon und sage hiermit, macht es gut, halt die Ohren steif und bis zu einem weiteren Part von Final Fantasy VII. Haut's rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.